Nachdem die zwei Simons die einstürzenden Neubauten geklettert haben, haben sich zwei starke Mädels aufgemacht, um sich die vermeintlich erste Frauenbegehung der Tour zu holen. Werden sie es schaffen, das Plattenbiest zu bezwingen? Findet es heraus. Viel Spaß beim Video. Mein Gott! Wenn man hier klettert? Ja, weil es so schön dabei ist. Die Sonne scheint noch ein bisschen her. Ja, wir sind halt hier, weil vor ein paar Wochen bei Euroclimbs ein Video rausgekommen ist von den zwei Simons, wie sie die einstürzenden Neubauten, die nur in Minus klettern, hier beim Sektor Spielwiese. Spielwiese, ja. Genau. Und ja, das hat motiviert, um mal in die Tour reinzuschauen. Und deswegen haben wir uns jetzt hier versammelt. Und das gemeinsam probiert. Genau. Genau, die Lea Lies hat die Tour schon mal probiert und hat dann eben mich gefragt, ob ich auch Lust drauf hätte, weil wir einfach den gleichen Stil haben, gern das gleiche oder ähnliches Klettern. Mhm. Genau, und mich motiviert das einfach immer umso mehr, mit Mädels zu klettern, weil das doch nochmal was anderes ist, weil man ähnlichere Betas hat, genau, und einfach zusammen die Lösung finden kann. Genau, und deswegen haben wir uns heute entschieden, hierher zu gehen und das nochmal zusammen auszutüfteln. Genau. Ich springe! Macht einfach mehr Spaß, wenn man bei dem anderen dann auch sieht, ah, okay, das funktioniert einfach. Oftmals ist einfach das Ding, dass man sehen muss, okay, das funktioniert. Ja, ja. Die einstürzenden Neubauten. ja, so 9 Minus und das, was hat man jetzt gemacht? 10 Meter. Achso, ja. Oder? Ja, so, ja. Genau. Also man fängt unten gleich mal an mit zwei Leisten und zwei kleinen Dritten. Dann greift man höher auf ein bisschen eine tiefere Leiste. Dann finde ich es schon die erste Schwierigkeit, wenn man links weiter raussteigen muss und sich eben mit dem linken Fuß rüberschiebt. Genau, dem Tritt muss man vertrauen, ist relativ klein, aber hält gut. Dann hinterschert man und dann kann man eben klippen. Da ist auch einfach die Schwierigkeit, oder vom Kopf glaube ich, die Schwierigkeit, das wirklich zu vertrauen, weil man doch eher schräg steht. Dann klettert man eigentlich straight in die für uns Krux rein. Genau, das Reinklettern ist eigentlich noch völlig okay. Kann man nochmal flippen, da haben wir uns die Echse verlängert. Und dann kommt die Krux, da haben wir heute ein bisschen rumgetüftelt, weil es einfach nicht so leicht war mit den Tritten. Und ja, die Herausforderung ist ja dazu tatsächlich diese offene Tür. Genau, die offene Tür. Weil wir von so einem Seilgriff auf die Leiste mit einem Toehook gehen. Und dann muss man die offene Tür so ein bisschen abfassen, wenn man den Toehook löst. Gell? Ja. Und da hast du dann dieses Coole gefunden, dass man gleich weiter schnappt. Genau. Und den Toehook einfach während dem Schnappen lösen. Auch, genau. Und dann kann man den eben wieder aufeinander gut stellen. Ja, genau. Ja, und das haben wir heute eben zusammen rausgefunden, dass es besser ist, einfach weiter zu schnappen und den Fuß kommen zu lassen oder zu lösen. Ich glaube, bei dem Zug rüber ist gut, wenn man versucht, den linken Fuß gleich daher zu stellen. Genau, man muss ja dann hier mit beiden Händen hin und den linken Fuß dann eigentlich in das nächste große Loch stellen. Und da gibt es jetzt hier noch so eine kleine Nase, da kann man kurz draufsteigen und dann den linken Fuß hier reinsetzen. Und dann muss man sich einmal nochmal richtig strecken. Mhm. Das muss man einfach machen. Genau. Genau. Das hält dann auch alles gut. Und über den Untergriff kann man dann schön aufstehen und den Umlenker klappen. Spaß macht in Platten allgemein, das war Stein. Tatsächlich das Treten, dieses dann immer wieder zu sehen, hey cool, die dritte, egal, gerade jetzt hier im Altmühltal,
Wenn sie erstmal so ausschauen, als ob sowas abschmiert oder der Fuß abschmiert, trotzdem hält. Die Bewegungen. Ja, genau. Die Bewegungen sind einfach, sage ich mal, ein bisschen feiner. Auch so ein bisschen, wenn so eine Tour auch mal einstudiert ist, wie so ein Tanz vielleicht. Ja. Weil jetzt, wenn man an den Überhang denkt, das ist halt. Da muss es einfach manchmal nur schnell gehen. Genau, das ist halt pressiger. Und also mir machen auch die Bewegungen einfach am meisten Spaß. Mhm. Dieses bewusste Klettern, bewusst die Füße mit herzunehmen. Ja. Und dass man eben mit purer Kraft oftmals im Platten nicht weit kommt. Ich habe einen Versuch gemacht und habe heute tatsächlich das erste Mal so die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn die Griffe wirklich so rutschen. Das ist alles einfach nur nass und rutscht und ist scheiße. Also ich würde schon sagen von mir, ich bin jemand, der wenig versucht, Ausreden zu suchen oder auch wenn Bedingungen nicht so cool sind, mir die oft einfach auch schön zu reden. Aber heute war dann so das erste Mal die Erfahrung, okay, das Schönreden hilft jetzt gerade leider nicht so. Genau, dann habe ich mich ziemlich aufgeregt tatsächlich auch und habe mir gedacht, ja dann, mein Gott, da muss ich das jetzt mal so hinnehmen und wirklich sagen, okay, es sind die Bedingungen, deswegen geht's heute nicht. Und habe dann aber parallel dann nach dem Go für mich innerlich nochmal reflektiert und habe gemerkt, ich muss meine Motivation ein bisschen hochfahren und einfach echt nochmal alles reingeben und zu schauen, geht's denn wirklich nicht. Deswegen habe ich dann beim Pausieren für mich auch klar die Entscheidung getroffen, ich steige jetzt nochmal ein und gebe auch alles. Also nicht so, ach mal schauen und tralala, sondern gib nochmal alles. Und es hat dann auch tatsächlich geklappt. Ganz bewusst auf die Motivationszurufe meiner Sicherin und auch der Andi war noch dabei, geachtet und habe die so aufgesaugt, dass die mich ein bisschen mit hochpushen. Und ich habe auch ein bisschen angefangen, mir selber dann laut zuzureden. Geht schon. Genau, um mögliche Zweifel, die halt mal dann vielleicht kurz präsent sind, einfach rauszuschießen. Ja, also ich komme auf alle Fälle zurück, um sie mir abzuholen. die macht mir mega Spaß und also ich habe heute meinen dritten Klettertag und ich hätte am Anfang wirklich nicht gedacht, dass ich so weit komme. Je mehr ich das eingeschliffen habe, desto besser hat es funktioniert. Genau, ich habe jetzt zum Schluss auch wirklich noch einen Go gemacht, aber meine Finger sind einfach durch und meine Kraft ist weg und vor allem ist die Körperspannung auch weg und die braucht man, finde ich, bei der Tour schon. Mhm. Genau, deswegen versuche ich da wirklich zeitnah zu kommen, um mir sie abzuholen. Ja. Ich komme mit. Ja, sehr gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und um keine weitere Folge zu verpassen, drückt einfach den Abonnieren-Button und dann könnt ihr dabei bleiben. Ja. Bis bald. Bis bald.